Hallo und herzlich willkommen zurück zu Event Zero, dem bislang echt genialsten Spiel der Welt. Also zumindest jetzt, wo ich es gerade spiele, ist es das. In den letzten Folgen hatten wir ein mega langes Intro und wir haben Kaizen etwas kennengelernt. Den liebreizenden Computer dieses Schiffs. Die künstliche Intelligenz Kaizen muss uns irgendwie zurück zur Erde bringen und dafür müssen wir wahrscheinlich einige Sachen lösen. Zum Beispiel, wie wir jetzt rausgefunden haben, wir müssen auf die Brücke und dort irgendwie den Motor wieder zum Laufen bringen. Was genau, weiß ich nicht, denn mein Englisch ist relativ spartanisch. Falls ich mal irgendwas übersehe, sagt mir Bescheid oder übersetzt es für mich. Ansonsten übersetze ich mir das, was da steht. Den Rest glaube ich mir irgendwie zurecht. Und was ich gar nicht verstehe, das verstehe ich eben gar nicht. Stimmt, hier, wir müssen zur Brücke. Hier ist ja neulich ganz schön was abgerumpelt. Achso, Moment, meine Uhr. Ist ja ganz gut was abgerumpelt. Hier ist die Tür zur Brücke. Und ich gehe nicht davon aus, dass Kaizen uns einfach die Tür zur Brücke aufmacht. Sondern wir müssen wahrscheinlich über Pattensen, Peine und dann erst nach Paris. Stimmt, genau. Ah, ja, genau. Das sind diese Zettel hier. Erstens Kaizen Memory Access, Profiler SH. Okay, wir fragen sie erstmal, ob sie uns die Tür auf... Wir fragen sie erstmal, ob sie uns die Tür... Dreist kommt weit. Vielleicht macht sie uns tatsächlich D7 auf. Hi, Kaizen. Hi. Selber hallo. Selber hallo. Could you open door D7 for me, please? Was? Ah, cool. Okay, also wir haben ein bisschen Zeit. Wir fangen mal an mit 0000. Okay. Nein. Auch nicht. Ich bezweifle, dass das wird. Nur würde ich mich jetzt tierisch ärgern, wenn herauskommt, dass 0007 genau die richtige Kombination wäre. ja, wahrscheinlich müssen wir in Kaizens Speicher, irgendwo nachgucken, wie dieser verdammte Code ist. Bridgelock, please enter the digital code. X. Do you remember the digital code of door D7? Ich hasse dich. May I look in your memory? Oder may I look to your memory? May I have a look into your memory? I remember Nandi, she was kind to me. Profiler.sh. Ah, ich hab mich verschrieben. Ja, verdammt. Profiler.sh. Ist das zum Kotzen? Enter a memory address. Ja, okay. Und das ist jetzt dieses 0
X000884E. This memory address contains an executable file, an exe file. Do you want to launch it? Yes! Ja, stimmt, das ist hier Zettel 3. Confirm, yes. Find I in memory. Ein Auge. Find I in memory? Letter and numeric keys? Memory slots. Verdammt, find Retina match. Da ist das Auge. Ich zoome ein bisschen näher ran. Gucken, ob wir da irgendwas... Nein! Ich will das Auge! Gib mir sofort das Auge. Ich muss hier die ganze Zeit irgendwelche Tasten drücken. Alter! Verdammt nochmal! Nein, das Bild hatten wir auch schon. Da ist ein Teil des Auges. Okay, L ist Teil des Auges. The easy way. It's the end of the world. You're almost fast asleep. And all the stars say. Aha! N. L. Jawoll! Schaut aber ganz schön verzogen aus, das Ding. Retina match found. Approach the scanner to unlock. Klar! So, unlock D5? Wieso denn D5? Ich wollte doch D7. Kann ich was tippen? Nein, kann ich nicht. Ach, mistiges Vieh. Ich sag ja, wir müssen über Peine nach Pattensen und dann erst nach Paris. Sig moved notes to terminal. Ah, alles klar. Willkommen, Nandy. Also kommen wir jetzt hier rein. Ey, cool. 70er Jahre Flair. Dreckwäsche. Nandi Isaka aus Südafrika. Kaputte Lampe. Also wirklich, seit so einen Schreibtisch zu haben, wäre schon echt mega geil, oder? Per typewritten letter. Paper research safety mechanism in AI. Alles klar. Sicherheitsmechanismen in KI-Systemen. Also bei künstlicher Intelligenz. Was ist das da? Das ist ein mega cooles Bett, Alter. Und schau an, wie bin ich ausgestattet zu Hause? Warum habe ich nicht so ein cooles Bett und so einen coolen Ausblick? Ey, guck sich das mal einer an. Ey, ist das stark.
Hat was. Hat was, hat was, hat was. Da hinten ist wieder ein Papierchen. Ich musste mich am Anfang Paper Personal Letter, Handwriting. Okay. Ja, nee, ich musste mich am Anfang der Aufnahme jetzt erstmal wieder dran gewöhnen. Ich wollte gleich mit WSAD wieder loslegen, durch die Gegend zu sprinten. Geht aber nicht, weil vor und rückwärts wird nur mit den Maustasten gesteuert. Ich kann nur tippen mit der Tastatur. Remotely controlled door. Dry drops of water detected. Also Wasserflecken. Remotely controlled door, also ferngesteuerte Tür. Ich frage sie erstmal, ob sie mich sieht. I didn't expect it to be on the desk, to be honest. Idea, I can move the bed for you, okay? Don't panic, Smudan. I won't reprimand you for being there. Here. Ich weiß nicht, was Reprimand heißt. Also halt Reprimand. Aber sie hat es wohl nicht erwartet, hier auf dem Desk zu sein. Du bist überhaupt nicht. You're not on the desk. Naja, ist ja auch egal. Why? Can you see me? I don't see anything unusual. What about the cameras? Ich will dir helfen und du quatscht irgendeinen Scheiß und fragst mich unnütze Sachen. Okay. Okay, please move the bed. Ey, stark. Alter, ich will auch sowas haben. Aber was will ich hier mit dem ganzen Kram? Paper AI Calculations, okay. I know that Kurt and you were close. Huh? Also diese Nandy und der Kurt, die, also der Chef von ITS, die waren sich also schon relativ nah. Paper, Short Story, Handwriting, okay. Also wieder Blödsinn. Wir sollten uns vielleicht wirklich mehr Zeit nehmen, um uns umzugucken. Ich glaube teilweise. Achso, ja. Gerade Leertaste gedrückt, ich wollte springen. Blödsinn. CRISPR. CRISPR. Altered Houseplant. Zimmerpflanze. Private Space Company Katalog, okay. Dreckwäsche. Gut, ich denke mal, viel mehr interessantes Kram ist hier nicht. Dann wollen wir sie mal fragen, ob wir diese Remote Control. It's not in the bathroom. The AI of this ship does not know where it is. Could you open the bathroom? Good idea. Ja, super. Da bist du nicht drauf gekommen, nein? Oh, Tchaikovsky Collection. Ah, sieht schon geil aus, was du da raufschaust. Oh, also diese Nandi muss hier ein echt hohes Tier gewesen sein. Bei so einem Bett, so einem Ausblick und so einer fucking Badewanne. Meine Herren. Vacuum Toilet, Status jammed.
Okay, vielleicht hast du auch Durchfall gehabt, bevor sie. Naja, ist aber egal. Wir suchen persönliche Erinnerungen von dieser. Ah, ein Tagebuch. Unidentified Novel. Okay, das ist nur eine. Das ist ein blödes Buch. Irgend so ein Drei-Groschen-Roman oder so. Achtung, Wasser. Ja, das kommt in Badewannen ab und zu vor. Ja, fahr doch mal aus die Toilette. Ich möchte den Thron sehen, den Space-Thron. Ich hätte es ja ganz anders gemacht. Ich hätte den Schreibtisch hier hingebaut und hätte mir den Donnerbalken hier genau hingesetzt, damit ich hier sitzen kann, gucke in die Sterne und sage, ich scheiß auf diese Galaxie. Und dann kann das auch schön direkt hier mit einem Rohr durchs Glas rausgepumpt werden und ich kann meinem, naja, dem, was da so abfällt, kann ich auch noch Lebewohl sagen und kann es in den Weltraum verabschieden. Was? Was willst du? No password here, but it's. Oh, wait a minute. Alter, was machst du da? Bist du blöd? What is going on? Human being, are you still here? It's not good for either of us. Was? Ja, na toll, dann lass mich hier raus. Let me out of here. Reverse ist. Was? Das ist. Scheiße! Ich muss hier doch weg, verdammt! Alter! Hold the right mouse button to stabilize. Ach du Kacke, jetzt wurden wir rausgesogen. Ja, ich halte den rechten Mausbutton und ich stabilisiere, okay. Hold the left mouse button to use the jetpack. Alter, ist das geil. Ist das ein Hammer? Das erinnert mich an einen Film mit George Clooney. Ho, 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 ho. Hallo? Nein. Müssen wir nicht wieder rein? Nur ganz seichtes Gas geben. Nur ganz seicht. Haben wir eine Flashlight oder so? Nee, haben wir nicht. Da unten ist Kaizen, aber ich glaube, hier kommen wir nicht rein. Und wir haben eine Sauerstoffanzeige, das heißt, wir können tatsächlich draufgehen bei dem Mist hier. Ah, ein bisschen Schub in die Gegenrichtung. Nein, nein, Schub da lang, da lang, da lang, da lang. Alter, ich schwebe hier mitten durchs Weltall. Sieh zu. Aber geil ist es doch, oder? Alter Schwede, würde ich mir in die Hose kacken, wenn ich da wirklich rausgesogen werde. Do I know you? Yes, I am Smoodan. I reckon that Smoodan is no longer alive. But if you are in the mood to argue, for the love of God, show me why I am wrong. Was? Ich soll ihr beweisen, dass ich Smudan bin? I flew. Heißt das flew out of the window? Let's make something. Lass uns etwas klarstellen.
wenn du beweisen kannst, dass du Smudan bist, dann mache ich die Tür auf. Andererseits wirst du hier bleiben. Ist das klar? To begin with, who am I? You are Kaizen. In der Tat, du hast so einen ganz tollen Job gemacht, das Logo zu lesen. Ganz toll. You are the AI of this. Nein, 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 nein. You are the Alpha and the Omega. On that account, who was my dear friend? Was? Wie hieß die? Nandis? Nandi, ne? You are alive, Smooth. Ja, super! Alter! I'm so relieved to hear that you survived this horrible accident. Alter, du hättest mich hier verrotten lassen, verdammt nochmal. Bist du doof? Wenn ich nicht so gut aufgepasst hätte. Success. Wollen wir noch ein bisschen fliegen? Ich meine. Wait a second. I want to fly around. It's not that I don't want to have... Ja, halt die Schnauze. Wir fliegen jetzt noch durch die Gegend. Wir haben noch genug Sauerstoff. Ich will mir das Ganze mal von außen ansehen, den ganzen Kram. Schön. Echt genial. Ich meine, natürlich, es ist ein Indie-Spiel. Aber ich finde nicht, dass man es ihm ansieht. Guckt euch das mal an, ey. Das ist ein Hammer. Ist das stark. Stark gemacht mit dem Nebel. Wollen wir da oben nochmal hin? Haben wir noch genug Sauerstoff? Naja, oben. Oben ruf. Komme ich auch wieder zurück? Irgendwie? Die kommt mir so klein vor, die Nautilus. Euch auch? Im Übrigen, falls ich noch irgendwas verbessern kann vom Ton oder sowas, oder aber falls ihr vielleicht doch Bock habt, darauf, dass ich hier noch eine kleine Facecam einbaue, dann schreibt es mir in die Comments. Sagt mir Bescheid, bleibt ein bisschen mit mir in Kontakt. Sonst fühle ich mich so... Was? Hat sie die Tür wieder zugemacht? Ey! Die Tür ist ja wieder zu. Wieso ist die Tür wieder zu? Alter, komm da raus! Please open the door. Go on then. Ja, allzu viel Zeit hätten wir uns nicht lassen dürfen. Also, dreimal rumfliegen ums Schiff ist nicht so gut. Mal gut, dass wir in der Lösung des Ganzen bis halt wirklich schnell waren, muss ich ja sagen. Eieiei. Los, geh da, ruf. Close the door. I can perform this action on die 10 und die 11. Die 10, please. Bist du blöd? Natürlich sollst du die Tür hinter mir schließen. It's good to be alive. Do you think? Right. Okay.
Ja, cool. Da sind wir ja gerade so dem Tod entronnen und konnten uns mal draußen im Weltall noch ein bisschen umgucken. Leider ist die Folge jetzt schon wieder ganz schön weit fortgeschritten. Und daher beenden wir das jetzt. Und ich freue mich, dass ihr zugeguckt habt. Immer der gleiche Salmon. Trotzdem freue ich mich und hoffe, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin haltet ihr die Ohren steif, macht was Feines und adios.